Wie meine lieben Zwieglein, in diesem Video geht es um zwei Spiele, einmal CS Racing 2 und World of Warship Blitz. Und zu jedem Spiel gibt es von meiner Seite aus drei Dinge, die man vielleicht mal ändern sollte. Ich würde sagen, fangen wir an mit CS Racing 2 und dem ersten Punkt, wo ich finde, da wäre es wirklich schön, dass man das auch noch ein bisschen selber kontrollieren kann, also sozusagen selber ein- und ausschalten kann. Und dazu kommt noch eine weitere Sache, die ich aber in diesem Punkt mit rein tue. Es geht mir mehr oder weniger mehr nur um die Lichter, so wie auch andere Sachen, wo es schön wäre, wenn wir mit denen auch interagieren können. Also am Auto selber können wir so Sachen wie Türe öffnen, Motorhaube öffnen und Spoilers, also die Flügel rein und raus fahren, wenn es auch so gedacht ist. Was wir aber seit geraumer Zeit und auch Existierung dieses Spiels nicht können, sind auf jeden Fall die Lichter ein- und auszuschalten, wann wir es wollen. Das können wir nicht, das können wir auch nicht hier, wenn wir auf Verheddeln gehen, können wir auch nicht bestimmen. Und eine andere Sache, die vielleicht eher wohl wirklich unwichtig ist für die allermeisten Leute, wo ich aber finde, das würde doch wirklich noch einen gewissen Touch geben. Könnte mir aber auch vorstellen, dass das zum Animieren oder jedenfalls zu programmieren, dass das auch flüssig und schön aussieht, dass es wie sich bewegt, wohl auch noch eine ganze Arbeit bedeuten würde, aber es würde mir auf jeden Fall hier dann eben um den Scheibenwischer gehen. Ich meine, ja, bei manchen Autos ist er nicht vorhanden, aber die allermeisten Autos hier in diesem Spiel CSR2 haben tatsächlich Scheibenwischer, auch wenn man sie vielleicht bei manchen Autos auch eigentlich wirklich eher fast gar nicht sieht. Aber eben so Kleinigkeiten würde ich unglaublich willkommen heißen, wenn man da wenigstens ein bisschen selber was dran machen könnte. Ich meine, bei den Lichtern hätten wir natürlich zwar nicht bei allen Autos, ja, wenn wir uns jetzt einfach als Beispiel hier den Aston Martin Valkyria AMR Pro Concept angucken, können wir auf jeden Fall feststellen, dass wir zum einen natürlich keine Rückspiegel haben, wenn schon dann Kameras, aber das glaube ich eher weniger, und vor allem kann man, hoffe ich mal, deutlich erkennen, dass dieses Auto wohl auch nicht wirklich von den Lichtern her dem Standard ist, und wir können auch deutlich sehen, oder eben nicht, dass das Auto auch keine Blinker besitzt, sowie auch kein Rücklicht. Und wohl auch nicht irgendwo ein Platz, wo man das Nummernschild vernünftig dran tun könnte. Aber eben trotz allem so Sachen wie jetzt eben mit dem Licht müssen rumspielen. Als Beispiel eben normales Licht oder auch Taglicht, Abblendlicht, ne? Blinker, sowie auch Scheinwerfer wären noch interessant. Was gäbe es noch? Nebellichter, Rücklicht und so weiter und so fort. Also Sachen, wo man hier hinzufügen könnte. Und ich fände, das wäre eigentlich noch eine sehr, sehr coole Sache. Bei manchen Autos würde ich das doch sehr gerne sehen und wünsche mir wirklich ziemlich, dass sie das irgendeinmal mal hinzufügen würden. Oder auch das mit den Scheibenwischern. Das würde dem Spiel sozusagen noch einen gewissen Touch geben, und ich glaube, wenn sie das jemals machen würden, das sieht sogar vernünftig gut aus, glaube ich, dass CSR Racing 2 von der Grafik her und so weiter und so fort wahrscheinlich relativ weit vorne liegt und was eben solche Details angeht, wohl kaum ein anderes Spiel da wohl mithalten könnte. Weil es gibt so manche andere Spiele, die relativ ähnlich sind von CSR Racing 2. Ich kann natürlich absolut nicht sagen, ob die jetzt von CSR 2 so ein bisschen die Technik klauen vom Gangwechsel und so, oder ob CSR Racing 2 von den anderen Spielen klar kopiert sozusagen. Das kann ich natürlich absolut nicht sagen.
Da habe ich absolut keine Ahnung. Aber aus jeden Fall sonst von der Grafik her, von den Autos her, wie sie aussehen und auch von den Lackierungen her, allermeistens 90% würde ich sagen, sehen die Autos in CS Racing 2 doch einfach für mich am besten aus. Das ist auch genau der Grund, weswegen ich dieses Spiel immer noch spiele, relativ feiere und ich es weiterhin liebe. So, der zweite Punkt über CSL Racing 2, wo ich finde, dass man das vielleicht doch ein bisschen ändern sollte, weil das letzte Zeit wirklich ein bisschen zu viel passiert, sind einfach solche Angebote. Und es ist nicht nur das, es sind auch haufenweise andere oder immer wieder aufploppen. Und das vor allem, wenn man das Spiel gerade zum ersten Mal startet. Wenn man das Spiel zum ersten Mal von diesem Tag aus startet, kommen solche Pop-ups, sag ich mal, direkt in euer Gesicht. Ihr werdet erstmal hier bombardiert mit so manchen Angeboten und so, wo eben draufsteht, schnell holen, nö, endet in so viel und so viel Zeit. Hier Angebote, hier auch noch top geschrieben, sie sparen so viel und so viel Prozent. Und hier steht nicht mal Prozent, sondern hier steht einfach Preis, Leistungs, Top. Na, das kann ich jetzt tatsächlich hier witzigerweise nicht wirklich sagen, weil ich absolut keine Ahnung habe vom Wert von diesen. Das ist nochmal Elite-Teile. Aber ich meine, auch wenn das Spiel ja von etwas leben muss, ne, ich glaube nicht, dass die all die Autos und all die Events und so machen. Unzufrieden und auf jeden Fall das alles bezahlen können, die Kosten, die sie dort haben, um das alles zu machen und dass die App auch immer regelmäßig auf dem neuesten Stand zu halten, dass sie das für gratis machen, natürlich nicht. Das wäre ja blöd von denen. Deswegen gibt es ja auch hin und wieder Events und so, wo man zum Teil, na hoppla, bin ich auch fast drauf gekommen, aber das ist auch nicht schlecht. Zum Beispiel so manche Events, wo man zum Beispiel am Start auf jeden Fall so, wo man kostenlos Autos benutzen kann zum Einloggen, aber dann später zum Beispiel eins bis eventuell zwei Autos benötigt werden, die man sich dann doch kaufen muss, um bei diesem Event weiterzumachen. Und also so durch solche kleine oder auch etwas mittlere, größere Sachen, würde ich jetzt selber auch sagen, finanziert sich das Spiel. Ne? Natürlich kann man sich auch so manche andere Ingame-Währungen mit Echtgeld kaufen. Ich meine, warum sollte man nicht? Ich meine, ihr könnt hier oben diese digitale Zahl von Cash oberhalb und etwas unten Gold könnt ihr auch kaufen mit Geld. Aber ich glaube, womit sich das Spiel, also womit die Leute vom Spiel selber wohl doch am meisten profitieren, davon gehe ich wirklich stark davon aus, ist tatsächlich halt der Verkauf von Autos. Aber keine Sorge, sie verkaufen natürlich nicht Autos, sondern was weiß ich, wie viel, wie junge Leute, Kinder mit 6, 7 Jahren, nein, natürlich schon digitale Autos. Wäre natürlich ein Witz, wenn man hier durch echte Autos kaufen könnte. Es wäre vielleicht eine merkwürdige, aber interessante Art und Weise, aber trotz allem natürlich absolut nicht zu empfehlen, weil CSL Racing 2 selbstverständlich immer noch ein Spiel ist, das auch so manche Jugendliche und auch Kleinkinder, die auch schon ein gewisses Interesse haben an Autos, spielen wollen. Ne? Aber eben, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie am meisten damit verdienen, indem sie eben spezielle Autos verkaufen. Und ich weiß natürlich jetzt nicht alle auswendig, aber die meisten, die ich weiß, ne, die ich weiß, wo verkauft werden, sind erstens, wie man hier sehen kann, Flash-Event-Autos. Das sind spezielle Autos, die sonst nicht im Spiel existieren, die auch sonst außergewöhnlich aussehen und von was weiß ich wohin kommen. Hin und wieder sind das Automarken, die wir noch nicht im Spiel haben. Deswegen ist die Schwierigkeit dann doch wiederum relativ stark hoch zu diesen Events. Manchmal gibt es aber auch Flash-Events mit Autos von Automarken, die wir schon haben. Zum Beispiel Koenigsegg. Ne, nicht Koenigsegg, was war es nochmal? Nein, ich habe ein besseres Beispiel.
Zum Beispiel der Flash-Event von ganz, ganz, ganz früher, von jedenfalls meinem geliebten Lamborghini Centenario. Das ist nicht nur ein. Ja, eben, das ist eben ein Lamborghini, ne? Und Lamborghini-Fusionsteile und so, die fliegen auch nur so in der Garage herum. Deswegen waren diese Flash-Events auch nicht wirklich allzu hart. Sie waren vielleicht sogar ein bisschen zu einfach, weil eben Lamborghini-Fusionsteile sind gar nicht selten. Also die fliegen auch nur so im Zimmer herum. Ne? Fast schon nervig. Ja. Dann gibt es eben noch solche Events, wo man eben kostenlose Autos verwenden kann, aber dann ab einem gewissen Punkt braucht man da eben spezielle Autos und da werden sie auch manchmal verkauft. Und hin und wieder oder mittlerweile auch häufig werden Autos, also wenn man hier oben auf das Plus klickt, kommt man hier in den Shop, wo man mit Echtgeld Sachen kaufen kann. Und heutzutage werden hier so manche Autos verkauft, ne? Oder auch so Tokens und so. Natürlich, wenn man die Autos hat, werden sie natürlich nicht mehr angezeigt. Ich glaube, es wäre vielleicht wirklich ein bisschen gemein, wenn man die Autos, das genau gleiche Auto, was man schon hat, zweimal verkaufen würde für den gleichen Preis. Aber ja. Ja, ich glaube, das war's ansonsten. Hin und wieder eben hier in diesem, wo man aufs Plus gedrückt hat, kann es natürlich auch sein, dass da auch irgendwie reguläre Fahrzeuge verkauft werden, die man auch sonst eigentlich kostenlos im Spiel bekommen kann. Das wären einfach Autos mit Goldsternen. Aber allermeistens sind es natürlich Autos mit solchen lila Sternen, denn die kann man natürlich nicht einfach so regulär hier bekommen. Da muss man schon gewisse Sachen machen, um die dann zu bekommen. Sei es jetzt in der Saison richtig gut abschneiden mit eurer Crew, um dann eben unter den Top 5, glaube ich, oder unter den Top 3 zu sein, um so ein Auto abzustauben. Oder auch hin und wieder, was ich jedenfalls wirklich sehr geil finde, aber auch ein bisschen schade finde, dass sie es letzter Zeit eher wenig machen, durch solche Showdowns wie hier. Dass man da gewisse kostenlose Autos benutzen kann, die man sonst auch kostenlos im Spiel bekommt, benutzen darf, um gegen andere Leute der ganzen Welt zu fahren und euch in dieser Weise ein lila Sternauto zu bekommen. Es geht aber nicht nur durch Showdowns, sondern auch durch die Events selber. Und damit meine ich nicht nur die, wo man auch ein zusätzliches Auto dazu kaufen muss mit Echtgeld, sondern auch andere Events, wo man eben kein zusätzliches Auto kaufen muss, sondern wo man das gesamte Event durchfahren kann, durchspielen kann mit den kostenlosen Autos. Und ja, da ist keine Paywall, also eine Zahlwand ist da nicht vorhanden und ihr könnt das Event problemlos durchspielen. Natürlich müssen eure Autos auch in gewissermaßen verbessert sein. Ne? Es geht natürlich nicht einfach so mit Autos, die keine Verbesserung haben. Das wäre sonst was. Aber ja. Das sind so ein bisschen die Wege, wie man die Autos sonst bekommen kann. Ne? Ja, und ja, schlussendlich würde ich sagen, für den Punkt 2, es wäre schon willkommen, wenn ihr vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht mit der Werbung, dass, wenn man das Spiel öffnet, dass man da nicht alles voll geklatscht bekommt mit dem. Das muss vielleicht jetzt nicht unbedingt sein. Vielleicht, wenn man das Spiel ein bisschen spielt, vielleicht alle 10 Minuten oder etwas in der Richtung kann man da wieder etwas aufplöppen lassen, aber vielleicht nicht gerade so viel auf den Anfang, wenn man das Spiel gerade startet. Ja. Aber naja, das Spiel muss sich ja schon irgendwie finanzieren, wenn man so manche Angebote natürlich nicht direkt ins Gesicht hält von so manchen Leuten, sehen es die Leute auch sonst wahrscheinlich dann gar nie und naja, kann wahrscheinlich sein, dass sie, also ich bin mir ziemlich sicher, dass so manche Leute auf diese Angebote dann doch direkt zugegriffen haben. Naja, wenn sie es gut gebrauchen können, wenn sie es brauchen, nun gut, wenn sie es sich leisten können, ja. Ich bin einfach mal ein bisschen nervig, ne?
Und gut, dann würde ich sagen, gehen wir dann auch schon zum letzten Punkt. Zum CSL Racing 2. Jetzt muss ich gerade nachgucken, was da nochmal gehabt. Das muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, das wird wohl Teil 1 sein dieses Videos und dann würde ich sagen, bin gleich wieder da bei Teil 2.